Also ich glaube, dass der Fraktionsvorsitzende Mützenich, der die Außenministerin doch gemahnt oder gebeten hat, nicht vor lauter Kriegswaffenlieferungspropaganda nicht die Diplomatie zu vergessen. Generell brauchen wir in der Ukraine jetzt keine Winston-Churchill-Lösung, sondern eine Henry-Kissinger-Aktion. Und das könnte und müsste von Deutschland als besonderem Verantwortungsträger kommen. Ich habe, was die Grünen angeht, ihre Waffenlosigkeit nie abgenommen. Und was Frau Beck sagt, ist die halbe Wahrheit und die ganze Lüge. Die Grünen haben als APO-Leute massiv mit der Parole Sieg im Volkskrieg angefangen. Wir haben sie doch erlebt, wie sie Waffen für Nicaragua gesammelt haben. Die Militanz in der internationalen Politik, die hat sich dann gespiegelt in der Art und Weise, wie sie sich auf unseren Straßen aufgeführt haben.